Angelique Kerbers unglaublicher Lauf geht weiter. Bei den US Open erreichte die 28-Jährige ihr drittes Grand Slam Endspiel dieses Jahr. Dort trifft sie am Samstag auf die Tschechin Karolina Pliskova. Da die langjährige Nummer 1 Serena Williams im Halbfinale rausflog, wird Kerber am kommenden Montag die neue Nummer 1 der ATP-Weltrangliste im Tennis sein. Damit ist sie die erste Deutsche seit 19 Jahren, die den Platz an der Sonne erobert hat. Grand Slam-Titel, Olympiafinale, Weltranglisten-Erste. Was für eine Sensation für Kerber. Mehr Sportnachrichten jederzeit auf joyce.de.